Heute beim elektrischen Reporter: Raumfahrer, Kunstgetwitter und Pauschalkultur. Elektrischer Reporter. Ich habe sie erwartet. Weltraumprojekte werden von riesigen nationalen oder gar multinationalen Institutionen betrieben. Sie bedürfen Jahrzehnte der Planung und Milliarden an Budget. So lautet die allgemein als gültig anerkannte Wahrheit. Nö, sagen dazu die sogenannten Teilzeitwissenschaftler, wie unser erster Beitrag zeigt. Das hier ist Asimov. Dieser kleine Rover könnte bald schon zum Mond fliegen. Doch seine Entwickler sitzen nicht bei der NASA. Es sind Privatleute vom Team Part-Time Scientists. Die Teilzeitwissenschaftler wollen mit Asimov den Google Luna X Prize gewinnen. 20 Millionen Dollar erhält, wer als erster eine private Mondmission vollendet. Dafür soll Asimov auf dem Mond landen, umherfahren, Videos und Daten zur Erde funken. Bis 2015. Für Carsten Becker, Asimovs Chefentwickler, geht es bei dieser Mission um mehr als Millionen. Wenn man sich vorstellt, dass man so über den Mond fährt, das ist doch einfach irgendwie ein Kindheitstraum, der da wahr wird, oder? Diese Chance hat man nur einmal im Leben. Carsten Becker gehört mit Teamchef Robert Böhme zum Kern der Part-Time-Scientists. Die über 100 Mitglieder kommunizieren fast nur über das Netz. Zum Team gehören Informatiker, Baumarktmitarbeiter und ein Apollo-Veteran. Auf Asimov warten viele Herausforderungen, nicht nur die Schwerelosigkeit auf dem Mond. Also die Umgebungstemperatur von plus 120 Grad Celsius ist ziemlich ungemütlich. Das ist eigentlich eines der größten Probleme, dass man die Elektronik hat und die nicht zu Brei schmilzt, wenn man da oben ankommt. Als Kooperationspartner für technische Fragen konnten die Part-Time-Scientists sogar das DLR überzeugen, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Es unterstützt die jungen Raketenwissenschaftler vor allem in grundsätzlichen Fragen. Mehr und konkretere Unterstützung könnte sich Armin Wedler vom DLR vorstellen, sobald die Finanzierung der Mission realer wird. Wir haben eine Menge Technologien bereits entwickelt, die dann ja relativ langwierige Prozesszyklen haben, bevor sie wirklich im Weltraumprojekt zum Einsatz kommen. Und wir sehen halt gerade in dieser privaten, jetzt gerade aufblühenden Weltraumindustrie halt die Möglichkeit, diese Entwicklungszyklen drastisch zu verkürzen. Doch bis zum Start ins All muss Asimov noch viele Tests durchlaufen. Zum Beispiel in einer Höhle, um seine Bodenhaftung zu testen. Schwierig wird auch seine Fernsteuerung von der Erde aus, weil das Signal um 3 Sekunden verzögert ankommt. Um ein Gefühl für das Fahrverhalten zu bekommen, hat Carsten Becker einen weiteren Rover gebaut. Den R0, der über ein Tablet-PC gesteuert werden kann. Demnächst soll das auch jeder selbst ausprobieren können, mit dem Remote-Rover-Experiment auf einer künstlichen Mondoberfläche. Die Idee zu dem Remote-Rover-Experiment kam uns, weil wir auf so Messen die Kinder mit unseren kleinen Rovern halt über den Mond fahren lassen haben. Und die hatten da so einen Spaß dabei, dass wir uns gedacht haben, warum lassen wir nicht die Leute über das Internet mit diesen Rovern durch die Gegend fahren? Und wir schauen uns dann halt an, was wir davon übernehmen sollten. Die Finanzierung ihrer Mission ist immer noch ein Hauptproblem. Allein eine Rakete zu chartern kostet 20 Millionen Dollar. Ausgesucht ist sie aber schon. Haben uns schon mal die Bedienungsanleitung bei Wikipedia runtergeladen. Am Anfang wollten wir die Rakete von SpaceX nehmen. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden. Also sind wir zu den Russen gegangen. Dann nehmen sie einen Atomsprengkopf raus, tun da unsere Mondmission rein. Und 20 Millionen Dollar später fliegen wir dann in der Erdumlaufbahn durch die Gegend und fliegen von dort aus weiter zum Mond. Das Problem der Finanzierung teilen die Part-Time-Scientists mit allen Teams im Wettbewerb. Ihr Vorteil allerdings: Ihr aktuellster Rover-Prototyp Asimov R3 ist so weit entwickelt, dass er schon bald loslegen könnte. Der amerikanische Podcaster Mike Dornbos hat jahrelang den Google Luna X Prize journalistisch begleitet und die Chancen aller Teams untersucht. Das Konzept der Part-Time-Scientists hat ihn überzeugt. So sehr, dass er seine Rolle als neutraler Berichterstatter aufgab und sich selbst ihrem Team anschloss. Der Wettbewerb beim Google Luna X-Preis ist hart. Wir werden zum Mond fliegen und diese Mission durchführen.
Wir hoffen dabei, den Google Luna X-Preis zu gewinnen, aber wir wollen auch so zum Mond. Wir wollen den Mond mit unserem Rover erkunden und dann weitermachen, ob Asteroiden oder Mars. Darum geht es doch bei diesem Wettbewerb. Wir wollen ein echtes Wettrennen mit 5, 6, 7 Teams, die loslegen. Und dann in circa 10 Jahren wollen wir alle zusammen da oben sein. Die Part-Time-Scientists zeigen, Raketenwissenschaft ist keine Hexerei. Die Do-it-yourself-Kultur und der freie Wissensaustausch im Netz machen heute vieles möglich. Sogar eine private Mondmission. Ob mit oder ohne Google Luna X Prize. Der Weg ist das Ziel und der Mond ist der Anfang. Kommen wir nun von den Weltenräumen zu Kunsträumen. Eine Führung durchs Museum ist normalerweise ein typischer Fall von Einbahnstraßenkommunikation. Oder auch nicht, wie unser heutiger Tweet und seine Geschichte zeigt. Mein Name ist Christian Gries, ich bin Kunsthistoriker, Medienentwickler und Blogger aus München und Gründungsmitglied der Kulturkonsorten. Die Kulturkonsorten sind vielleicht so ein bisschen was wie Brandstifter. Wir rufen über das Netzwerk der Kulturkonsorten mehrere Wochen dazu auf, dass Twitterer und Blogger sich versammeln. Wir sprechen das mit den Museen ab und laufen dann in der Regel im Kontext einer Führung durch das Museum und lassen uns eine Sammlung zeigen. Was entsteht, ist auf jeden Fall ein ganz verdichteter Stream von Informationen, der erstmal vor allen Dingen nur eins verursacht: er macht neugierig. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis. Es ist etwas, was an der Stelle tatsächlich niederschwellig funktioniert und unter Umständen auch ein Publikum ins Museum bringt, das sich mit einem 600-seitigen Katalog nicht unbedingt anlocken kann. Der Tweet-Up im Archiv Rupprecht und Willi Geiger war ein sehr spannender, der eine kleine Institution ganz bewusst nach vorne gebracht hat. Wir erreichen bei unseren Tweets bis zu 60.000 Menschen, die tatsächlich die Tweets dann auch lesen. Dabei geht es im Grunde ganz im goethischen Sinne irgendwo immer um Dichtung und Wahrheit. Da sind genauso ganz persönliche, subjektive Eindrücke, die rausgetwittert werden, wie jemand, der von der Führung irgendeinen Fakt aufschnappt und den nach außen kommuniziert. Wenn ich über Schlüsselerlebnisse spreche, ein solches Schlüsselerlebnis hatte ich anlässlich einer Ausstellung von Ai Weiwei im Haus der Kunst. Nun war es so, dass Ai Weiwei auch permanent mit dem Handy rumgelaufen ist und eigentlich alles und jeden fotografiert hat, der irgendwie um ihn herum war. Wir wissen, dass Ai Weiwei ein großer Blogger ist und die Inszenierung, die persönliche Inszenierung, auch im digitalen Raum im Grunde einen Aspekt seines künstlerischen Daseins markiert. Früher haben wir Kunstwerke nur so wahrgenommen, dass sie tatsächlich an der Wand hängen. Heute, glaube ich, leben wir in einem Zeitalter der digitalen Reproduzierbarkeit. Und die Kunstwerke werden soziale Objekte eben gerade durch den Tweet-Up. Apropos Kunst und Kultur. Die sogenannte Kultur-Flatrate spukt seit geraumer Zeit durch Diskussionen rund ums Internet. Gemeint ist damit eine Pauschalabgabe, um im Gegenzug dafür kostenlos und vor allem straffrei Musik, Filme und andere Kulturgüter aus dem Internet downloaden zu dürfen. Ist solch eine Kulturpauschale reine Spinnerei? Oder gibt es sie sogar schon? Das fragen wir in unserem nächsten Beitrag. Das Netz kennt ein kreatives Dilemma: einen Überfluss an digitaler Kunst und Kultur und gleichzeitig einen Mangel an Bezahlung. So sehen es jedenfalls Produzenten und Rechteinhaber. Deshalb laborieren Politik und Wirtschaft an Lösungsstrategien, die eine faire Honorierung ermöglichen sollen. Derzeit favorisiert Modelle für eine pauschale Vergütung. Diese kann als verpflichtende Abgabe in Form einer Kulturflatrate staatlich organisiert werden. Oder die Nutzer zahlen freiwillig feste Beträge an die Anbieter. Ein Vergleich. Das ist Tim Krieger. Er zahlt für digitale Medien nicht einzeln oder besorgt sie sich kostenlos in Tauschbörsen, sondern nutzt eine Art Do-it-yourself-Kultur-Flatrate. Das kostet ihn etwa 30 Euro pro Monat.
Ja, also eigentlich benutze ich drei kleine Flatrates. Ich benutze Spotify, um Musik zu hören. Ich benutze Netflix, um Filme zu schauen. Und ich benutze Onleihe, um E-Books auszuleihen. Ich würde mich sehr darüber freuen, eine Kultur-Flatrate aus einer Hand zu haben und nicht aus verschiedenen Quellen puzzeln zu müssen. Wer wie Tim einen kostenpflichtigen Spotify-Account besitzt, hat Zugriff auf eine riesige Musikdatenbank. Man kauft die Lieder nicht, sondern darf sie nur abspielen. Und einige bekannte Künstler wie AC/DC oder Radiohead haben ihre Lizenzen nicht eingeräumt. Aber das Angebot ist legal und erfreut sich steigender Beliebtheit. Theoretisch eine gute Einnahmequelle für Musiker. In der Praxis stellt sich heraus, zu gering sind die ausgezahlten Beträge. Streamingdienste sorgen derzeit eher für ein Zubrot als für die tägliche Mahlzeit, stellt Rainer Karl vom Verband der Independent Labels fest. Entscheidend ist aber, dass Spotify überhaupt mit den Labels verhandelt. Was die genaue Auszahlung betrifft, das kommt auf den Vertrag an und orientiert sich aber eher an Ausschüttungen Radio, das heißt 0,003 Cent pro Stream. Je mehr Kunden Spotify generiert und je größer ihre Reichweite ist, desto mehr werden sie Erlöse erzielen können auf allen Ebenen. Und das kommt den Künstlern direkt zugute. Doch selbst wer seine Musik erfolgreich auf den digitalen Abspielstationen platziert, kann davon nicht leben. Ist also ein gesetzlicher All-You-Can-Eat-Medientarif doch besser für die Künstler? Das Internet so einfach wie das Fernsehen? Zahlen einschalten, fertig? Die Kultur-Flatrate sieht eine gesetzliche Pauschalabgabe vor. Das eingenommene Geld wird an die Rechteinhaber digitaler Inhalte verteilt. Im Gegenzug soll die öffentliche Verbreitung digitaler Kopien legalisiert werden. Die Vorteile liegen auf der Hand, glauben Befürworter wie Konstantin von Notz, netzpolitischer Sprecher der Grünen. Wenn man nicht hinnehmen will, dass einfach 95% der Kreativen in prekären Verhältnissen leben, dann muss man darüber reden, ob man eine größere Verteilungsgerechtigkeit hinbekommt. Ja, dadurch wird auf der einen Seite eine große Menge von Geld eingesammelt und auf der anderen Seite eben dieses ganze Problem der Illegalität im Netz beim privaten File-Sharing aus der Welt geschafft. Für ein paar Euro im Monat alles runterladen, was einem im Netz begegnet, ohne sich strafbar zu machen? Und alle Künstler werden auch noch satt davon? Von Notz ist sich im Klaren darüber, dass die geltenden Gesetze einer solchen Lösung im Wege stehen. Besonders das Urheberrecht müsste im Zuge der Einführung einer Kulturflatrate neu gestaltet werden. Man soll es nicht abschaffen oder so, das sind absurde Forderungen, aber man muss es eben dem digitalen Zeitalter anpassen. Denn der Status quo, so wie heutzutage das Urheberrecht auch für Kreative häufig ungünstige Auswirkungen hat, der ist für alle schlecht. Und deswegen brauchen wir eine Reform. Und die muss Hand in Hand gehen mit der Einführung eines solchen Pauschalvergütungsansatzes. Doch wie das Geld dann verteilt wird, ist damit noch lange nicht geklärt. Zu komplex und vielfältig sind die Erscheinungs- und Nutzungsformen von Kultur im Netz. Obwohl man lange Zeit mit der Idee geliebäugelt hat, wird das Modell von den unabhängigen Musiklabels mittlerweile abgelehnt. Zum einen sind die juristischen Hürden zu hoch. Zum anderen ist klar, dass der Beitrag zu hoch wäre. Das heißt, die Kulturflatrate würde nicht 5 Euro kosten, sondern eher 50, 60 Euro. Und dann ist die Kulturflatrate ungerecht gegenüber denjenigen, die zum Beispiel Spotify nutzen. Wenn ich Spotify nutze, dann bezahle ich ja schon für das, was ich möchte. Denn Spotify wird den Dienst nicht einstellen, nur weil es eine Kulturflatrate gibt. Die Kosten für die Nutzer würden umso höher, desto mehr Anbieter ausscheren und sich weigern, ihre Serienformate und Blockbuster-Titel auf das pauschale Medienbuffet zu legen. Doch wenn nicht alle mitziehen, wer wäre bereit, eine staatliche Flatrate zu bezahlen, wenn die Extras extra kosten? Tim Krieger möchte daher bei seiner privaten Flatrate bleiben, um sich Sonderwünsche dann von Fall zu Fall zu gönnen. Gerade so eine Art Premium-Vermarktung von großen Blockbustern wird es immer geben. Die Frage ist, ob ich die brauche und ob ich mir die nicht einfach dazu kaufe, wenn ich sie im Einzelfall unbedingt haben möchte. Einstweilen geht die Suche nach dem optimalen Vergütungsmodell für digitale Kulturgüter weiter. Die Konsumenten im Netz möchten eben beides haben. Wahl und Bezahlfreiheit. Die Kultur hängt von der Kochkunst ab. Oscar Wilde. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter.
elektrische Reporter.